Peace, Freunde, willkommen zu einem weiteren Video. Heute mal aus L.A. vom Pool und mit dabei ist Heisen. Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich mal, dabei zu sein. Und wir reagieren heute auf die besten Packs. Ja, auf die besten Packs in EAFC, der deutschen FIFA-YouTuber. Einfach hier draußen kann sein, dass man ein Flugzeug vorbeifliegt oder so. Deswegen lasst euch nicht von den Sounds irgendwie ablenken oder so. Wir gehen rein, wird eine sehr entspannte Reaction und ich glaube, da sind krasse Packs dabei. Deswegen lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Und ich würde sagen, wir gehen rein. 3, 2, 1, go! Eine Road to the Knockout-Animation. So, erstes Pack. Road to the Icon. Icon. City, Doppel-Walkout sogar. Oh, Bernardo Silva und wer? Da muss ich mal kurz Stopp machen. Das sind 2 Millionen Glocken, ne? Ich hab das gar nicht mitbekommen, das ist crazy. Wann ist das passiert? Wir bekommen hier auch gerade nichts mit, weil wir hier den ganzen Tag unterwegs sind. Aber Freunde, jetzt sind wir wieder da für euch. Vieira ist schon W, ich bin ehrlich. 2 Millionen Coins ist wichtig und richtig. Ich habe ja auch schon 2 Icons gezogen, aber die waren nicht so viel wert. Vieira, was war dein bester Spieler bis jetzt? Boah, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich in dem Video auftauchen könnte. Road to the Knockout Mode ist, glaube ich, das Beste gewesen. Also ich habe echt keinen Hacker gehabt. Okay, gar crazy. Ich würde sagen, wir gucken weiter. Wir gucken weiter. Hatzo, W's. Aber er ist voll ruhig, ne? Also ja. Ich wär komplett eskaliert. Manche können sich krass beherrschen bei Packs. Bei mir, ich dreh mal völlig durch, ihr wisst das ja. 30er für 30 cm. Oh. Nächstes Pack. Wer ist denn das? Weiß nicht. Frankreich, irgendein deutscher YouTuber ohne Cam wahrscheinlich. Ne, das mit Mbappé. Arthur. Ja! Oh mein Gott! Digga, mein AirPod, Digga, komplett eskaliert. Ich muss den gerade rausnehmen, weil der zu scheppert. Zweimal Kolo Muani gezogen und jetzt einfach Kilian. Ey, guck, wie dunkel der ist. Ey, ey, ist manchmal so komisch, ne? Die machen so Spieler mal so dunkel. Das ist richtig komisch. Oh, Broski mit dem Pack. Mbappé war auch schon sehr krass. Hero. Hero. Es ist Company. Hero. Es ist Company. Das ist richtig geil. Ne. Ne. Ist das wirklich Company? Wie viel ist der wert? Boah, knapp eine Mio. Ehrlich? Oh mein Gott. Sein wertvollster Spieler. Alter, ja, 9 und so. Ah, wahrscheinlich. Der gezogen halt. Alter, Company ist geil, wenn man Hero zieht. Ich habe auch schon 2 Heroes. Wieso habe ich 2 Icons, 2 Heroes? Aber es waren auch Müll-Heroes. Ja, dass man einmal in L.A. und alle ziehen hier die besten Spiele. Ne? Scheinbar hat ihr Packlack wieder hochgeschraubt. Das ist ein 7,5er Pack. Ist das ein 7,5er gewesen? 7,5er. Wo weißt du das? Hat er das nicht aus dem 7,5er gezogen? Mit 2 Spieler-Packs sogar nur. 2 Spieler-Packs, Alter, 750. 700. Ja, doch, 700 Mücken. Oh, Stefan. Stefan mit einer Hero. KDB! Hä, er hat gar nicht gecheckt, dass es ein Hero ist. Er hat's nicht mal gecheckt. Er checkt das Double Walker. Er checkt's nicht. Das sieht komisch aus. Es sieht komisch aus. Er skippt. Ist da noch irgendwas dahinter? Er skippt es. Und Rashford. Was ist das für ein Pack? Ey, aber warum skippt er das? Bro, der ist ja mies verpeilt. Bro, er ist FIFA-YouTuber. Er weiß nicht, wie Double Walker aussieht. Stefan, Junge. Wir machen ihm mal ein Tutorial nach dem Video. Ich schicke ihm mal ein bisschen rüber, wie Icons aussehen, wie Heroes aussehen. Kostet, glaub ich, auch um die 80-100k. Und Rashford, wie viel ist der noch wert? Boah, 220? 250k nochmal für Rashford. Oh, das Pack kostet mindestens 500k. Okay, der nächste. Oh, auch mal zwischendurch jemand anderen mit reinnehmen. International. Aber er peilt auch nichts. Renate! Er hat wieder Renate gezogen. Wenn er jetzt vorbeiläuft. Dreh dich. Ich schub sie weg. Es ist Pelé. Oh mein Gott. Beilein! Ich hab mir schon gedacht. Oh mein Gott! Guck mal, so eine Reaction habe ich mir vorgestellt bei Vieira. Ey, wieder Broskin, wieder aus so einem 2x84 Plus Pack, oder was? Deutschland. Aber was soll da drin Double sein? Walker, mit Double Walker, 100%. Mit wem? Sonst wird er nicht im Video sein. Toni Kroos mit? Neymar. Ich muss an der Stelle einmal kurz stoppen. Hast du es mitbekommen mit Neymar? Kreuzer. Kreuzi und noch irgendwas. Der ist, glaube ich, 9 Monate raus oder Meniskus so. Meniskusriss noch. Meniskus, das ist doppelter Bruch, Trümmerbruch. Das kann sein Karriereende sein, ne? Aber Geld schmeckt trotzdem. Aber ich glaube, er wird noch gern weiter zocken. Die Kommentare waren schon echt fies in der deutschen Community. Haben die geschrieben, gönn die ihn und so? Nein. Karma und so haben die geschrieben. Schreibt mal in die Kommentare, Leute, wie ihr das seht. Nein, sowas gönnt man niemandem, Freunde. Egal, ob ihr... Manche Leute gönnen das schon einem. Also ich gönne es mir noch nicht. Ja, okay. Play. Let's go, Digga! Vamos!
Ich hab noch keinen Neymar. Den hab ich nicht kommen. Messi hab ich schon, Ronaldo hab ich schon. Doch, Neymar hab ich auch, ich hab alle gezogen. Ich hab alle Goldkarten gezogen, glaube ich. Haaland hab ich nicht. Von den teuren und Mbappé hab ich nicht. Sonst hab ich alle Goldkarten gezogen, glaube ich. Hast du Neymar, Messi, Ronaldo? Ja. Alle drei? Ich hab Neymar nicht gezogen, aber Messi und Ronaldo hab ich gezogen. Messi hab ich untrade gerade. Das ist lecker. Das ist tatsächlich, ich glaube, so mein dritt-, viertbester Spieler dieses EA, dieses EAFC. Ich weiß ganz genau, wenn man so redet, man ist so voller Glückshormone und so, ne? Dann Haaland, ja. Und dann kommt, glaube ich, er. Ja, nice. Let's suspect. Oh, Casey. Koblenz! Haaland. Der hat einen Koblenzer gezogen. Von Dijk. Halt's Maul. Bitte! Ist es doch der, oder? Beleidigt? Warum ist er sauer? Er zieht Van Dijk und ist sauer. Er dachte zuerst, weißt du, warum er gewartet hat? Er dachte, es könnte irgendeine Frau sein, Niederland-ZTV, die er nicht auf dem Schirm hat. Ja. Das ist immer ein Bruch, ne, wenn man sowas sieht. Oh, Eli mit dem Hero-Pack am Start. So, jetzt zeig mir mal einen Stürmer. Du brauchst so, oh, nee, nee. Hero, natürlich ja, Hero. Ist es Yaya? Yaya ist aus dem Hero-Pack. Ja. Das ist Sign-Pack. Nee, nee, ich glaube, das ist Zuschauer-Pack. Zuschauer. Digga, das ist der teuerste. Ja, ja, ist ein Zuschauer. Wie viel ist der wert? Das ist das Beste, was er hätte. 1,2 oder was war da gerade? Ja, Touré. Ich gönn nicht. Ich habe nicht mal gesehen, was der wert ist. Das bringt ihn sehr viel. Nee, ich weiß auch nicht, das ist auf jeden Fall zu teuer. Aber auch ein W. Ey, ich habe noch mein Hero-Pack. Ich werde das öffnen die Tage. Ich werde hier noch ein Video machen aus LA oder aus Vegas und dann werde ich da mein Hero-Pack auch öffnen. Vielleicht auch was Geiles. So, Play. Hotchip-Wette darum, wer bessere Hero-Spieler zieht. Junge, du schiebst doch Hotchip-Wette. Gib, schlag ein. Ich überleg nochmal, Bruder Herz. Okay. Wen hat Faro gezogen? Magic Magnon. Wer kommt dahinter? Das muss ja ein Mbappé, Messi, Haaland oder so sein. Oh. Vinny. Was? Digga, Vinny. Nein. Wusstest du, dass der kommt in dem Video? Brace fragt mich davor, ob ich damit mitmachen will. Ich dachte mir schon, warum? Warum lache ich gerade, Freunde? Ich habe ihn Vinicius Junior noch abgestoßen. Irgendwie vor wie vielen Wochen? Zwei Wochen oder so. Der ist 1,2 Millionen wert und er musste ihn abstoßen im SBB. Digga. So ein W. Fuki. Ich kann Vinny nicht mehr sehen. Icon. Yashin! Hä? Das ist nicht Yashin. Oblak und Icon. Wer ist das denn? Makelele. Hä, warum geht aber Yashin aber ab? Makelele sagt er, oh Mann. Ich glaube, Yashin ist viel wert. Mehr als Makelele, glaube ich. Yashin, Fandasan sind voll viel wert irgendwie. Aber ich weiß nicht, was Makelele wert ist. Kann auch sein, dass der auch viel wert ist. Machen wir einen Preisvergleich. Das ist immer das Erste, was ich mache bei solchen Spielern. Oh mein Gott! Halbe Mille. Das ist sagt, gut. Er sagt, oh Mann. Ja. Wie viel kostet denn Yashin? Wieder dieser Typ, wer bist du? Was sieht er denn? Was? Wer ist das, Digga? Mach mal deinen Stuhl nicht kaputt! Junge, er fährt einfach ins Pack rein! Er ist mit der Walkout! Ey, geil! Tradable sogar! Digga, er ist doch Ami, oder? Ja, der ist Ami. Ich kenne ihn aber gar nicht. Aber der hat auf jeden Fall Packluck, der Mann. Diese pinke Mütze muss ich mir auch mal holen. Freunde, das war's, aber von den Packs waren übertriebene Packs dabei. Ab nächste Woche sind auch wieder meine Clips dabei. Dann werde ich auch wieder dick in die Packs reingehen. Oder Heisens Clips. Ja, mal schauen, hoffentlich. Lasst gerne ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da, checkt Heisen ab. Und ich würde sagen, wir sind raus. Haut rein. Peace. Tschüss.